Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Bus Simulator 2018 im Multiplayer. Wieder mit dabei ist der Juli. Ja, hallo. Auch bekannt als Gaming Potatoes. Wie in der letzten Folge. Wir hatten eben in der Anmoderation fiel mir der Name nicht ein, deswegen darf ich ihn jetzt Juli nennen. Das ist ja auch ziemlich einfacher, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt hier soweit alles fertig gemacht. Jetzt müssen wir nur noch 85% der freigeschalteten Haltestellen sollten auf Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Das wird natürlich schwierig. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Busse zusammenkriegen und die auf allen Strecken unterwegs schicken, die Fahrer. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir fahren jetzt erstmal selber und zwar fahren wir jetzt die 5 noch einmal im Konvoi und dann im Anschluss danach fahren wir einmal die schnelle Strecke, wo wir halt unterschiedliche Haltestelle haben. So, Konvoi Mission, dich habe ich eingeladen. Ich fahre nochmal den Gasbus. Welchen fährst du? Ich fahre den Gasbus. Okay, du fährst wieder den Citaro. Okay, alles klar. Wunderbar. Sehr schön. Ich kann dich ja nicht. Du hast. Alter Schwede. Hat er eben gewackelt? Das kann sein. Krasses Ding. Cool. So, Beleuchtung aus. Ja, da so, genau. Was ist denn die Haltestellenbremse, wenn ich mal kurz fragen darf? Die Haltestellenbremse? Welche Buchstabe? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir so jetzt gar nicht beantworten. Also P ist die Feststellbremse. Damit kannst du auch halten, aber ansonsten schaltet sich die Haltestellenbremse automatisch auch ein. Ah, okay. Alles klar, dann können wir loslegen. Ja, auf geht's. Erste Haltestelle. Ich hab schon wieder da ein anderes Erdgas reingemacht. Der gibt viel mehr Gas als letztes Mal. Tja. Zweimal Einzel, Senior. 6,40 € zurück. Boah, ich habe eine Woche für einen Senior. 28 Euro. Ja, sauber. Eine Fahrkarte. Und nochmal eine Woche. Ja, geil. Das bringt cool. Guck mal, und jetzt hast du unten links an. Hast du auch da einen Strich bei deiner Zeit, Abfahrtzeit? Ja. Siehst du, und jetzt können wir uns hier so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Aber wir wollen ja los, ne? Genau. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen hier in dieser Folge. Und zwar, wir müssen jetzt Einnahmen generieren, damit wir uns halt weitere Busse kaufen können. Und dann, hier ist eine Bodenwelle. Mhm. Und dann, wir weitere Busse kaufen können, die Quest sozusagen erledigen, damit wir uns weitere Gebiete freischalten. Ich bin aber auch ein Busfahrer. Also. Junge, Junge, Junge. Ja, ich bin gespannt, wie das ganze Projekt bei euch ankommt. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession wie beim letzten Mal, wie in der letzten Folge. Wir werden noch ein, zwei Folgen heute machen. Alter, muss der Macker jetzt dazwischen reden, oder was? Immer. Gut. So. Du möchtest zwei, das spiegelt, ich sehe es nicht, das sind glaube ich 2 Euro, ja. Danke. Ja, bitte! Oh, schon wieder eine Woche bei mir. Ich mach richtig Geld. Geil. Das ist gut, Mann. Du fährst ja schon? Ja. Ich hab Abfahrt. Oh ja, ich hab genau eine halbe Minute hinten dran. Halbe Sekunde schon Abfahrt gewesen, ey. Voll spät. Die stehen ja. Wieso stehen die? Blockierst du da vorne? Ich bin schon drüber über die Kreuzung. Ach was? Ich stehe jetzt hier im Stau. Eiskalt rüber. Ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, könnt ihr sie natürlich gerne stellen. In die Kommentare werden wir natürlich beantworten. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, aktuell ist das Spiel noch reduziert auf Steam. Also wer zuschlagen möchte. Zuschlagen. Dann zuschlagen. Ansonsten gibt es die, glaube ich, für 25 auf Games Rocket, glaube ich. Was ist Games Rocket? Games Rocket ist ein, ein Steam-Key-Seller. Ah. Der auch
von anderen YouTubern empfohlen wird. So, hinter dem Kreisverkehr, wenn du aus dem Kreisverkehr hinten rausfährst, ne? Ja. Kommt von rechts von der Autobahn so eine Abfahrt. Ja. Da solltest du genau hingucken, weil die Bügel, da ist mir letztens ein LKW voll in die Seite genascht. Oh nee. Und hat mich schön auf die Seite geschmissen. Und nach der Auffahrt ist auch eine Bodenwelle, wollte ich gerade sagen. Ja, ein Schlag noch. Okay. Boah, ist aber aufregend, ja. Und auf welcher Seite? Links. Ja, okay, Fahrrad. Ich hab's gerade gesehen. Bist du gerade schon an der Haltestelle? Ah, du fährst gerade rein. Ja. Okay, ich sehe dich da vorne. Alter, ihr könnt nicht vor einer Kreuzung so bremsen, Mann, wir haben Vorfahrt. Oh, ich werde fast hinten drauf gefahren. Was stinkt hier so? Keine Ahnung. Kühe? Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Schon wieder eine Woche. Ich habe jetzt noch eine Minute 30, bis ich abfahren darf. Musst du jetzt warten, oder was? Fahrkartenkontrolle. Sie können sich auch gerne hinsetzen. Sitzen Sie zum Sitzen da? Ich auch. Ich stehe so halb auf der Straße draußen. Das macht nichts. Wenn der Stau hinter uns ist, ist das nicht so schlimm. Was? Na klar. Hier, bitte. Ich bin der Seniorenbus hier. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Was? Guten Tag, die Fahrkarten bitte. Okay. Ich hab schon. Ich hab das eben nicht genau gesehen. Oh, doch nicht. Wie voll ist der Bus bei dir? Hast du schon gesehen, dass du auch ein Smiley hinten drauf hast? Ach was? Nee, hab ich noch nicht. Wollen wir Bus tauschen, oder was? Nee, ich wollte mal gucken, weil... Guck mal bei mir rein, ich hab voll den Seniorenbus. Voll guck mal da rein! Oh, mein Kopf, ey. Boah, aber echt, ey. Nur alte Menschen. Ja, ja. Die ganzen alten Menschen, die schickst du mir rüber, oder was? Ja, klar. Ich hab hier nur die hübschen Häschen und so. Okay, nicht nur Gläschen. Ich glaube, wir müssen, ne? Ja, jetzt habe ich wieder diesen Bug, dass ich... okay, jetzt kann ich. Okay, gut. Ja? Jo. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ich blink schon, der hält schon an. Ja, schon gut. Kann ich ruhig warten. Also das, die Bremsenlösen beim Erdgasbus dauert wirklich so lange. Ja, ich hab dich gerade Gas geben hören und dann dachte ich, hä, warum fährst du nicht? Boah, rechts Schlagloch. Wie hast du das so schnell gesehen? Weiß ich nicht. Busfahrergene. Boah, links Schlagloch. Ja, Hast erwischt, ne? Ja, volle Kanne. Was passiert eigentlich mit den Pfützen? Ich weiß nicht. Ich möchte es auch nicht ausprobieren. Linksschlag noch, glaube ich. Nee. Oder noch Rechtsschlag noch. Das ist, wenn man so dicht auffährt, Mensch. Ja, das mache ich im echten Leben auch. Echt? Ja. Du glaubst, du warst noch nie in Stuttgart. Ihr seid da im Norden etwas entspannter. Aber in Stuttgart muss zack, 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 zack gehen. Also da seid ihr im Norden echt entspannt dagegen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du würdest ausraschen, allein weil Stuttgart eine reine Baustelle ist. Ach. Und weil Stuttgart, glaube ich, die schlecht beschilderte Stadt überhaupt ist. Spaß ist, was du draus machst. So. Ja, um einfach mal ein bisschen zu erzählen, so selber eigenen Eindruck. Mir persönlich gefällt das Spiel ganz gut. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist wie immer der schmale Spiegel rechts. Du siehst kaum was und im linken Spiegel auch nicht. Finde ich besser, wenn man es rauszoomt. Wenn du außen guckst, dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, ja. Zwei. Soll ich auch mal, mein Fazit bringen? Ja, gerne. Also ich habe bislang eigentlich jeden Bus-Simulator gespielt. Seit 2012 war ja, glaube ich, der erste. Ja. Was mir am besten gefallen hat, war der vorletzte, wo du eigentlich unglaublich viele Steuerfunktionen hattest.
weiß nicht, ob du den gespielt hast. Ja. Das war, glaube ich, der 2015er oder 14er. 16. Pro Simulator 16. Ist ja fast 14. Ja, genau. Ich fand's halt gut. Bei dem Spiel zum Beispiel, du konntest selber Linien erstellen und musstest dann diese Linien mit dem Bus fahren, um herauszufinden, wie die Taktung ist. Ja, das ist gut, ja. So, also das heißt, du hast noch ein bisschen mehr Busrealismus drin. Ja. Und du hast halt komplett deine Interaktionen mit diesem, wie nennt sich das, mit diesem Fahrer, mit diesem, ja, sag schon, mit diesem Fahrercomputer da rechts, was du da dran hast. Das heißt, du hast da richtig interagieren müssen, du hast da richtig Codes eingeben müssen, die du davor auf deinem Plan raussuchen hast müssen. Das fand ich wirklich gut bei diesem Spiel. Was an diesem Spiel scheiße war, dass es immer mal wieder abgestürzt ist. Also das hat wirklich random Crashes gehabt. Und das Spiel hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil du bist da einfach mitten in der Linie und dann sagt dir das Spiel, ja, sorry, ich schmier jetzt ab. Also das war aber wirklich der einzigste Nachteil. Die Grafik war auch damals wirklich sehr gut. Und was ich im letzten Bus-Simulator nicht so gut fand, da haben sie wieder sehr, sehr breite Straßen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Den habe ich nur ganz kurz gespielt, weil ich ihn einfach nicht gut fand. Ja. So, jetzt mit dem 18er Multiplayer richtig gut. Linien erstellen ist auch okay. Es gibt dir selber eine Zeit vor, die manchmal etwas krass ist und manchmal schaffst du es kaum hinterher. Die Grafik ist echt geil, die Stadt sieht gut aus. Und das Straßennetz ist auch wirklich mal realistisch nachgestellt. Das heißt wirklich mal mit einer Verkehrsinsel drin, mit allem Möglichen. Weil da achte ich zum Beispiel auch drauf. Und das finde ich bei dem wirklich gut gelungen. Ich glaube, wenn die weitere Patches bringen, wird es ein richtig guter Bus-Simulator. Das denke ich mir auch. Und es ist ja erstmal nur auf 4 Spieler. Vielleicht können die das ja sogar auch noch erweitern, dass du irgendwann nochmal mit 8 oder sowas groß Action machst. Ich habe dich mal eingeladen. Mhm. Machen wir die gleich noch hinten dran, oder? Ja, die machen wir jetzt noch hinten dran. Ich nehme wieder den Gasbus. Jo. Nee. Nee, nee. Okay. Ich bin vorne. Hä? Hä? Okay. Achso, ich bin jetzt irgendwo. Wir starten an verschiedenen Strecken. Wir treffen uns unterwegs irgendwo. Ah, okay. Ja gut, Gang einlegen, lieber Juli, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Bist du ganz, ganz weit vorne dran. Und du musst auch darauf achten, dass du einen grünen Punkt hast. Nicht an jeder Haltestelle halten. Okay. Also wirklich nur da, wo ein grüner Punkt ist. Ja, genau. Alles klar. So, Tag. So. Standard. Kann ich bitte eine fertig. Jawohl, du kriegst eine Woche. Ich verkaufe nur Wochen. Was machst du? Du machst gar nichts. Ich habe zu viel Rückgeld gegeben. Zu viel Rückgeld? Ja, das ist immer gut. Ja, ich denke mal an meine Fahrgäste. Na, wer zu viel Geld kriegt, kommt wieder, weil da wissen sie, dass das Geld drin. Alter, hier fahren aber viele LKWs, oder? Ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Ja, natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich losfahre. Einfach anhalten, mitten auf der Straße, Feststellbremse und nach hinten gehen, ansprechen. Sonst kriegst du nachher Strafpunkte. Ach was, echt? Ja. Kannst du auch gerne ausprobieren. Nicht auf die nächste Haltestelle warten, oder wie? Nee. Glück gehabt. Welche Linie fahren wir jetzt? Die Vierer, oder? Die Vierer, ja. Alter, die Drehzahl dreht aber auch drehend. Wiedersehen. Aber jetzt ist der mit der lauten Musik ausgestiegen. Oh. Toll, Junge. So, es ist ja auch möglich, also wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt zum Sachen Skinnen, weil ich würde halt ganz gerne schon vielleicht ein bisschen was
zu Karte zockt so ein bisschen reinbringen, auch ins Let's Play vielleicht ein bisschen. Wäre halt ganz cool, wenn ihr da vielleicht schon irgendwelche Hinweise habt oder irgendwelche Ideen habt, könnt ihr auch gerne dazu auf Discord kommen und mir persönlich eine Nachricht schreiben. Irgendwelche Links oder sowas oder Hinweise würde ich gerne entgegennehmen. Denn ich glaube, das kann schon ganz cool werden. Das sieht auch bestimmt cool aus, zumal der Multiplayer-Mann, dass jeder das ja auch denn sieht, ne? Genau. Das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Sache. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir diesen Multiplayer öffentlich machen, sondern halt wirklich eingeladene Gäste oder so machen. Ja, also wenn wir welche mitspielen, dann natürlich nur geladene. Öffentlich werden wir keinen Multiplayer machen. Hallo? Ja, ich habe 644 Euro Schaden gekriegt, weil ein Auto in mir gespawnt ist. Ungelogen. Ja, kannst die Rechnung gerne einreichen bei Astragon. Vielleicht kriegst du es zurück, aber wie? Was ist das denn? Ich dachte schon, warum kriege ich jetzt 644? Und dann sehe ich im Rückspiegel, wie ein Auto in mir drin ist. Alter. In welcher Sicht fährst du eigentlich? Fahrerperspektive oder Fahrer. Ego? Fahrer. Okay. So, jetzt bin ich 2 Minuten 30 zu früh. Wow. An der zweiten Haltestelle. Überspringst du welche? Ich habe ja nur ein paar. Aber Katzen haben doch. Bin ja quasi ein Schnellbus. Bin noch irgendwo Müll rum. Hallo. Was? Bist du hier? Nee, ich hab zu dem Fahrer. Zu dem Kunde des Kreises. Oh, ich bin pünktlich auf die Sekunde, genau. Oh, supi. Haben wir noch? Oh, immer noch eine Minute 50, Alter. Boah. Das heißt, du musst jetzt da warten, oder was? Ja. Kannst du mir sagen, wo du bist? Ja, ich bin in Siegwalden. Da komme ich gleich hin. Mach ich gleich bei dir nochmal Kontrolle. Mach das. Ja, mein Zeitplan ist aber richtig straff. Sportlich, oder? Ja! Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Was Tag, Studenten 2. Also was cool ist, du siehst ja auch die KIs fahren, ne? Ja. Also die kommen dir da auch entgegen. Immer noch eine Minute. Ich weiß nicht, ob das auch im letzten Spiel war. Da war, glaube ich, die KI richtig schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Also ich finde die KI ist okay. Man muss ein bisschen sich dran gewöhnen, aber das ist eigentlich wie im Real Life. Da hast du auch Chaoten, die kein Rechts von Links kennen. Aber es ist schön, dass die dich aus der Haltestelle zumindest rauslassen. Das ist im Real Life ja nicht so. Nee, mache ich auch nicht freiwillig. Bist du denn in Siegwalden, ey? In der Siegwaldenstraße. Ja, wir müssen uns eigentlich gleich entgegenkommen. Wir kommen uns entgegen. Ja, müsste eigentlich so sein. Wie lange habe ich noch? Ach, siehst du, 8 Sekunden. Schon mal Türen schließen. Dann losfahren. Yay! Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir uns sehen. Du bist da rechts. Ja, du kommst mir gerade entgegen, oder? Ich fahre ja vorbei. Was? Tschüss. Wie, du fährst an mir vorbei? Ja, ich muss jetzt noch einmal rumfahren. Meine nächste, letzte Haltestelle ist, glaube ich, die Larchstraße da drüben, da wo du jetzt stehst. Wann beendet die Mission eigentlich? Wenn du deinen Plan abgefahren hast. Okay. Kommst du von da hinten? Bist du da hinter mir? Nee. Ich fahre jetzt erstmal die große Runde einmal rum und dann fahre ich an deine Haltestelle. Deine Haltestelle, wo du jetzt warst, das ist meine nächste Haltestelle. Ah.
Aber ich muss einmal oben rumfahren. Was für ein Quatsch. Ja. Oh! Boah, das ist ein Schlagloch, Alter. Ja, da bin ich auch reingefahren. Pass auf, wenn du abbiegst, ist ein Schlagloch mitten auf der Straße. Oh ja. Ja, die Schlaglöcher sind echt heftig. Also du kannst auch einstellen, diese Events, ne? Also dass, wenn einer in der Tür steht, Musik anhat und den ganzen Kram, ja, kannst du einstellen, dass sie auch häufiger kommen. Ah. Und der Schwarzfahrer? Schwarzfahrer ist ja unterschiedlich. Schwarzfahrer musst du halt kontrollieren. Alles andere, also wenn jetzt einer in der Tür steht, das sind ja so eine Art Events. Also ja, so ein Special, so eine Art. Du wärst mit Sicherheit mit dem Fahrrad schneller gewesen. Ah, jetzt fahre ich hier gleich 80 Klamotten. Oh, eine Pfütze ist nicht schlimm. Mit 80 Klamotten durch die Pfütze ist okay. Oh, das ist Ortschaft. Da bist du gerade den Berg runtergefahren. Ja, hier, Sägewerk. Ist da noch Stau? Nö. Musst du da nochmal rum, oder was? Nee, aber da war Stau, als ich da raus wollte aus der Parkour. Hier ist gar nichts los. Stau war bestimmt nur hinter dir. Fuck. Oh, mein Fahrgast hat gerade gesagt, ich glaube, ich werde krank. Dann mach die Klimaanlage noch ein bisschen höher. Du bist ja ein freundlicher Busfahrer. Macht man das nicht so? Doch. Da meistens funktioniert ja nur die Fahrerklima, ne? Hinten kannst du nichts einstellen. Das ist alles automatisiert. Zumindest in den Citaros. Oh, echt? Ja. Ja, wir hatten teilweise früh noch, wo ich gefahren bin, hatten wir noch... Was ist denn jetzt? Oh, scheiße. Hatten wir die Mercedes. Ja, Mercedes Citaro. Ne, Citaro ist doch Iveco, oder? Nein. Du fährst gerade ein Citaro. Tag. Ja, bloß wir hatten einen alten Mercedes. Jetzt halte ich schon wieder. Gerade noch zum Ende hin. Ja, jawoll. Ja, wir sind uns jetzt gar nicht begegnet. Hast du mich nicht gesehen? Ich bin quer vorbeigefahren. Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ach, da läuft jemand drüber. Ich hab gedacht, warum hält denn der jetzt an? Ja, die sind sehr freundlich, die Fahrer hier. Nur die Busfahrer nicht so. Sei froh, dass du da schon dran vorbei ist. Hier ist gerade überall Stau hier oben. Wo? Da, wo ich gerade bin, an dieser Oakstraße. Weiß nicht, ob du da warst. Oakstraße war ich gerade, ja. Habe ich da einen Stau verursacht, oder? Da ist ein bisschen arg viel Stau, ja. Okay. Aber warst du nicht schon in der Oakstraße? Ja, aber auf der anderen Seite. Ach so. Ich habe keine Ahnung, was du für eine Linie gemacht hast. Ja, halt einmal abfahren, ne? Haltestellen und so. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, kriegst du. Du kriegst jetzt 67 zurück. So, bitteschön. Scheiße, ich hab dem zu viel gegeben! Nein, hör auf damit, Mann! Ja, 10 Cent. Das 10er Fächle und das 20er Fächle sind ja fast nebeneinander. Aber haben sie gut dargestellt mit dem Erdgasbus. Die drehen echt so hoch. Bist du schon mit dem Erdgasbus gefahren? Ja. Ein Glück wollen die alle rechts abbiegen. Sonst hättest du keine Chance, überhaupt hier rauszufahren. Oh, Bodenwelle. Genau reingelenkt. Läuft. Oh lol, da war ein Schlagloch. Wir
kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Dass du so gut bist. Also das würde ich mal genau hingeparkt nennen. Perfekt. Was, eine Fahrkarte? Die Position. Wechselgeld, 280. Danke. Ich habe da noch hingeguckt, aber ich habe es nicht mehr geschafft auszuweichen. Nein, ich habe mich auch nicht mal bewegt, das stimmt. Oh. Glück gehabt, vor dem Kreise gerade noch so hingekriegt. Ja. Wenn die Community natürlich weitere Videos von Bussimulator 18 sehen möchte, oder wenn ihr selber Bussimulator 18 besitzt und möchtet mal mitspielen, dann sagt doch mal Bescheid. Schreibt's in die Kommentare. Ey, willst du mich verarschen? Nee, das sollt ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ey, da kann ich aber jetzt wirklich nichts für. Was ist passiert? Ich habe nochmal 900 Euro Strafe gekriegt, weil wieder ein Auto in mir drin gespawnt ist. Hey, willst du mich verarschen? Was ist das für ein Spiel? Mein Bauch. Bussimulator. Na, du hast halt im Moment viel Glück, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe das plötzlich im Spiegel gesehen und es ist voll gegen mich gefahren. Musst du noch in den Astra Park? Oh, achso, weißt du ja gar nicht. Ich bin jetzt bei Sieg Walten. Okay. Wahrscheinlich muss ich noch hoch, ja. Okay. Also ich fahr wahrscheinlich jede Linie, jede Haltestelle der Linie. Ja. Hast du das eingestellt? Wo ist meine Tasche? Ja, oder extra. Ist es zufällig? Es ist random eigentlich. Schon wieder random. Mit dieser Random, ey. Weißt du eigentlich, wo der herkommt? Sehr pünktlich. Danke. Irgendwo bei Bayern. Ich glaube, aus England. Oder so ein amerikanischer Kram. Random. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Aber der gute Random. Der Janik. Ein Zufall aber auch. Ja genau, ich muss jetzt wieder in diesen Park da hochfahren, wo du gerade gesagt hast. Astra Park. Genau. Ach, kam da ein Auto? Nö, kam kein Auto. Ich habe gar nicht geguckt, ob da ein Auto kam. Einfach nur rumgebügelt um eine Kurve. Soll ich dir noch entgegenfahren? Nö, brauch's nicht. Bin gleich da. Ich fahr jetzt gerade die Straße da wieder hoch zu dem Park. Ich bin jetzt fertig, ja. Ach was? Ja. Könntet ihr jetzt entgegenfahren oder mitlaufen oder entgegenlaufen oder so? Wie du willst. Ach, Müll. Und dann sitzt er. Solche Schlummis hier. Weiter ins alte Sägewerk? Also man kann das auch so machen, dass man die Fahrt im Depot startet. Oh. Ja, geht auch. Er hat den Spiegel dann da oben angebracht, ey. Hier. An den? Ja. Warum sieht ihr das an? Ist das nicht wunderschön? Bist du schon im Astra Park, ne, oder? Nein, ich hab schon wieder irgendeine Tür verriegelt. Alter. Dich kann man auch nicht auf Kontrolle schicken, du. Ey, ich hab die Fahrscheine kontrolliert und hab ich wieder irgendeine Tür verriegelt. Ich weiß nicht mal, wie das passiert ist. Oh. Was war das? Ich bin fast dem einen Pkw-Fahrer hinten raufgefahren. Ich wollte noch ausweichen, aber klappt ja nicht so gut. Hupen hilft auch nicht. Eigentlich wollten wir ein 20-Minuten-Video machen, aber... Ja, das ist heute ein Exklusiv-Video. Für die Leute, die die erste Folge überstanden haben.
Ja, also ich finde es auch. Also die Straßen sehen sehr gut aus. Also was mir auch sehr wichtig ist, da ist er. Hey. Drehst du um im Kreisel? Ja. Was ich sehr gut finde und was mir auch wichtig ist, du hast keine Frame-Einbrüche. Du hast stabile Frames. Ja. Kommt natürlich auf die Internetverbindung drauf an, was da im Endeffekt nachher bei rauskommt. Halt ab und zu siehst du mal, dass ein paar Lags sind, aber halt auch wirklich nur, wenn da eine Bambusleitung dabei ist, in Anführungszeichen. Halt, wenn die Leitung nicht ganz so viel hergibt. Es ist aber trotzdem nichts Schlimmes, weil da machst du das schon wieder Stau oder was? Ja, logisch. Wie weit bist du hinter mir? 10 Autos. Ah, nicht ganz. 6, 8. Ich sehe dich. Du bist gerade bei der Auffahrt. Ja. Bei mir hat gerade einer gesagt, ich glaube, ich habe ein UFO gesehen. Ich nehme mal die Busspur. Welche Busspur? In der Mitte. Welche Busspur? Willst du mich verarschen jetzt? Nein, das ist keine Busspur. Nee, mein Akku ist schon wieder leer. Guten Tag. Hallo. Ja, super, du blockierst den jetzt, oder? Nö. Oh, okay. Ach doch, die KI haben sie ganz gut hingekriegt. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Guck mal, wenn du rechts blinkst, dann warten. Nee, warten nicht. Wow! Was ist jetzt? Ich wäre fast hinten reingefahren. Ist das die letzte Haltestelle? Nee. Oh, Alter, ist fernlicht fern. Hey. Boah! Mein ganzer Bus wird weiß. Pass auf. Jetzt nicht mehr, vielleicht wenn du zu dicht aufhörst? Ja, pass auf. Gleich geht's wieder los, gleich wird's hell. Gleich. Und geh nicht ins Licht. Das musst du dir mal angucken. Aber ist cool, so für die Nacht. Ist es dunkel? Halt! Oh! Halt! Oh! Was denn? Wärst du mir fast mit denen da drauf gefahren, ich oder? Ich hab mich gerade nochmal gerade hingesetzt auf meinem Sitz. Man rutscht ja ab und zu mal so ein bisschen gemütlich in seinen Sitz rein. Jetzt habe ich mich gerade nochmal hingesetzt, hab gedacht, na gut, kannst du ja einfach rollen lassen, da hält Juli an, Alter. Mist, ist das die letzte Haltestelle? Könnte. Oh, wo hast du beendet? Rechts um die Ecke. Ja, okay, dann muss ich nochmal eins weiter. Ja, das ist doch schön, wenn dir der Bus gefällt. Mach denn die Leertaste? Bitte? Drück mal die Leertaste bei dir. Achso, das ist die Bremse, wa? Oh wow, jetzt habe ich Minus gekriegt! Echt? Ja, abruptes Bremsen! Ach Gott! Du bist ein Held. Was ist denn das? Das ist die Handbremse. Nee. Echt? Nee. Ja. Haltestellenbremse kann ich mir vorstellen, aber auch eigentlich nicht. Nee, Haltestellenbremse ist nicht. Weil die geht nicht bei Fahrt rein. Oh, du fährst aber gut. Danke. Wenn wir auch mal anderen hinterher gefahren sind, ja. Wie gesagt, ich spiele da schon ein bisschen Bus-Simulator. Das ist natürlich auch eine Variante, um den Bodenwellen auszuweichen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich glaube, jetzt gleich ein Blitzer, oder? Nee, doch nicht. Nee. Ich war... Da kommt eine Bodenwelle im Moment. Den Bus erstmal ausweichen. Sehr amüsant. Ja, ich hab die extrem spät gesehen und ich war mit 60 unterwegs, dachte ich kann nie mehr bremsen. Nee, ganz klar. Genau, da habe ich aufgehört. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Das ist auch deine letzte Haltestelle. Jo. Guck mal, gut hingefahren in Wurzstein. Ja, wunderbar.
Ja, du stehst da so krumm drin. So. Damit sagen die Zwillinge herzlichen Dank fürs Zuschauen für diese Folge und wir sehen uns nächsten Sonntag ab 17 Uhr wieder bei der nächsten Folge Bus-Simulator. Bis dahin werden wir sicherlich noch das ein oder andere Fahrzeug haben. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.